Funktionsgleichung anhand des Graphen bestimmen. Im Koordinatensystem wurde der Graph der linearen Funktion f eingezeichnet. Bestimme die Funktionsgleichung von f. Okay, das kriegt man immer mal so vorgelegt in der unterschiedlichen Klassenstufe immer mal wieder. Und man soll das dann sagen, was das ist. Man kann es leicht ablesen. Also entweder ich brauche hier zwei Punkte oder im besten Falle kann ich das, dann geht es nämlich noch schneller, über den y-Achsenabschnitt starten, das Ganze. Hier kann ich das machen, denn der y-Achsenabschnitt ist wirklich korrekt und auch direkt ablesbar. Minus 3 beträgt der. Es hätte ja auch sein können, dass der Graph hier irgendwo zwischen minus 3 und minus 2 langläuft und ich kann es einfach optisch nicht richtig erkennen. Hier kann ich das aber, deswegen kann ich sagen, b ist in jedem Fall schon mal minus 3. Gut, damit können wir schon mal loslegen. Vorab vielleicht nochmal der Hinweis, y ist gleich m mal x plus b. Das heißt also, so eine Funktionsgleichung einer linearen Funktion setzt sich zusammen aus. Y ist meine abhängige Variable, x ist meine unabhängige Variable. Ich kann die also frei wählen und daraus entsteht dann durch dieses ganze Konstrukt meiner Funktionsgleichung dann mein y. Deswegen heißt x abhängige Variable und y unabhängige Variable. M ist die Steigung, ist hier verknüpft mit einem Mal mit dem x. Und b ist dann sozusagen mein Startpunkt auf der y-Achse, mein Schnittpunkt mit der y-Achse, der y-Achsenabschnitt. So, das jetzt nochmal hier also ausführlich. Und wir brauchen also m und b, das sind meine, wenn man so will, Koeffizienten, die ich hier habe. Und wenn ich die habe, dann habe ich die Funktionsgleichung. Gut, nochmal vielleicht hier schriftlich dieser Hinweis, dass m und b Element R sind in der Regel. Das heißt also, ich bin hier nicht an irgendwelche natürlichen Zahlen gebunden, also an 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann auch Dezimalzahlen nehmen, Brüche nehmen, alles, was es so an Zahlen gibt, können hier verwendet werden für m und b. Gut, also wir sehen, das hatte ich eben gerade schon angedeutet, dass der Schnitt dieses Graphen mit der y-Achse bei minus 3 liegt. Also ist b gleich minus 3. So einfach ist das Ganze und somit hat man das b auch schon gefunden. Mit m ist es etwas schwerer. Wir müssen hier nämlich jetzt ein bisschen zeichnen. Von unserem y-Achsenabschnitt ausgehend wählt man jetzt noch einen weiteren Punkt, den ich konkret ablesen kann. Da kann man gut erkennen, dass das zum Beispiel dieser hier ist, bei den Koordinaten 3 für x und minus 1 für y. Also diesen Punkt kann ich gut ablesen. Und wenn ich das gut kann, dann will ich mich entsprechend so bewegen jetzt. Bewegen bedeutet ja, ich gehe von einem Punkt zum anderen. Von meinem y-Achsenabschnitt ausgehend gehe ich jetzt erstmal in dieses Eck hier und von diesem Eck dann zu dem Punkt, den ich auch noch richtig ablesen kann. Und so wie ich gehe, so schreibe ich eben auch meine Schritte hier an diese Striche, und das nennt man hier Steigungsdreieck, schreibt man das dann dran. Plus 3 und hier plus 2. So, was bin ich denn jetzt gegangen? Jetzt wollen wir das ein bisschen mathematischer machen. Ich bin ja einmal gegangen die x-Richtung. Na, also das bin ich hier gegangen. Von dem minus 3 vom y-Achsenabschnitt bin ich plus 3 Einheiten in x-Richtung gegangen, also in positive x-Richtung. Plus 3, das nennt man Delta x, also die Veränderung meines Weges in x-Richtung, wenn du so willst. Und das ist plus 3. So, meine Gleichung für die Berechnung meiner Steigung ist ja m ist gleich Delta y durch Delta x. Das heißt, die Veränderung in y-Richtung im Verhältnis zur Veränderung in x-Richtung. Und die Veränderung in x-Richtung kenne ich jetzt schon mit plus 3. Und die Veränderung in y-Richtung kann ich ja auch ablesen. Das ist einfach das, was ich von diesem Punkt aus zu diesem hier gehe. Und das ist plus 2. Das ist mein Delta y, die Veränderung in y-Richtung oder in die Höhe, sagt man auch. Ich kann also sagen, Delta y und Delta x ist als Sprache gesprochen Höhenunterschied im Verhältnis zu Längenunterschied. Und das ist hier plus 2 durch plus 3. Und gut, die Pluszeichen kann ich weglassen, ist 2 Drittel. Also habe ich hier einen y-Achsenabschnitt von minus 3 und eine Steigung von 2 Drittel und somit ist die Funktionsgleichung fertig. Da hier an dem Graphen ein kleines f dran steht, brauche ich auch nicht schreiben y ist gleich, sondern ich schreibe wirklich f von x ist gleich. Dann weiß auch jeder, wie die Funktionsbeschriftung ist.